Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Herzlich willkommen zurück. Eine kleine weitere Folge. Aber feine Folge. Alles 19. The Old Bio Old. Ja. The Old Bio Oldtimer Farm. So, Freunde. Das Problem mit dem komischen Quaderballenpresse ist gelöst. Ich habe die jetzt mal hier hin. Die konnte ich schon noch nicht mal entladen. Ja, das ging gar nicht. Ich habe als die Entladefunktion gesucht. Habe dann zuerst die Presse verkauft. Dann habe ich schon den Traktor direkt an der Anhänger. Und ging es immer noch nicht, da habe ich ihn verkauft. Dann hingen die Ballen in der Luft. Da habe ich schon einen unten von Hand rausgezogen, da sind sie alle nach unten gefallen. Das Ding ist jetzt endlich mal weg. Wir holen jetzt auch näher noch eventuell eine neue. Wie ihr seht, wir haben nur noch 55.000 auf dem Konto. Ich habe mir nämlich schon die Saatgutproduktion gekauft und platziert. Dafür nochmal danke an Robert Duck. Der hatte nämlich die glorreiche Idee, oder die gute Idee, dass da irgendein Mod... oder es ein Mod sein könnte, der das blockiert. Und das war auch so. Ich habe jetzt mal verschiedene Mods, also ich glaube 3 oder 4 Stück deaktiviert, wo ich denke, so die letzten, wo ich runtergeladen habe. Und siehe da. Da steht sie. Ne? Wenn wir jetzt unser eigenes Saatgut machen, brauchen wir nicht mehr extra die Big Bags zu kaufen. Habe das hier farblich so ein bisschen texturiert und angepasst. Und ja. So ein bisschen Zufahrt gemacht und Kleinigkeiten. Ich will jetzt aber hier nicht noch mehr machen, weil ich will jetzt nicht noch zu viel Zeit reinhängen. Das ist jetzt gerade so gemacht, dass ich mit dem Kipper hier drunter fahren kann, rückwärts. Oder mit der Sämaschine und dann kann man es hier entladen. Drüben kann man dann Getreide reinkippen. Kann man hier so schön rundfahren, das passt ja. Das ist hier vom Hof. Da kommt man hier nochmal raus. Der Weg war ja schon hier hoch zum Platz. Habe ich gerade diese noch mit Gras angepasst und so weiter. Kommen wir noch ein paar Bäume hin. Muss ich mir noch ein Pack runterladen. Und dann wird das hier der Eck noch ein bisschen schöner gemacht. Und dann langt das auch schon. Also hier wird jetzt nicht so der große Umbau gestartet. Das, hier kann man vielleicht noch ein bisschen Schotter hinmachen oder Gras. Mal gucken, was halt hier ein bisschen nicht gerade so braun aussieht. So ein brauner Fleck. So wie hier so ein bisschen Schotter stellenweise oder andere Bodentextur. Bisschen Laub oder so. Und dann sieht das hier schon ein bisschen angenehmer aus. Ja, wie gesagt, danke Robert Duck für den Tipp, Hinweis. Das war ein Mod. Ich muss jetzt nochmal genau raussuchen, welcher von denen 3, 4. Und hat funktioniert. Vielen, vielen Dank. Top, da steht sie. So, Freunde, jetzt Mischfutter. Die Kühe brauchen Futter. Ich weiß gar nicht, was haben die noch eigentlich schon Wasser drin? Ich muss gerade mal nachschauen. Wasser da. Tiere. Ja, so. Stroh geht auch langsam zur Neige. Ja, hier. Gras. Wasser ist noch genug drin. Sauberkeit 100%. Ja. Häuselage, Mischration. Da müssen wir uns jetzt mal ganz dringend drum kümmern. Das wird jetzt alle höchste Eisenbahn. Und zwar würde ich sagen, wir kaufen uns jetzt mal einen Mischfutterwagen, weil das ist hier fertig. Ja, das ist fertig gegärt. Und dann mal gucken. Ich glaube, das ist auch Silo öffnen. Ja. Genau, und dann kann man das nämlich schon mal rausholen. Und ich wäre ja noch dazu in der Überlegung, noch ein Feld zu kaufen. Eventuell vielleicht noch ein Maisfeld. Weil das Mischgut da hinten, das gehäckselte Mais, das langt ja nicht auf Dauer, das ist klar. Das war jetzt immer am Anfang, dass wir jetzt überhaupt mal was haben. Und vielleicht hier noch was reinmachen, ich weiß noch nicht, ich muss mal. Aber wir können ja gerade mal schauen, was kosten eigentlich Felder. Wo haben wir dann noch, wo haben wir es dann? Mais, Mais, Mais. Das wäre nur noch Feld 25. Und das wird uns kosten. Ja, gerade mal 242.000. Akku sind 2 Stück zusammen. Finde ich das auch blöd. Wäre mir lieber, wenn es nur eins wäre. Verflixt und zugenäht. Naja, man kann halt eben nicht alles haben im Leben, ne? Ich sag's immer wieder, ist auch so. Wie man hier wieder sieht. Gut, dann hat sich das mit dem Mais schon erledigt. Dann müssen wir jetzt dringend mal uns selbst was ansehen. So ein Shit, ey. Mann. Dann müssen wir uns ein Big Bag kaufen, Mischfutter. Naja,
Ah, und wir werden mal Aufträge machen. Weil, warum sollen die Maschinen auf dem Hof stehen? Oh, 19.000, was haben wir denn da? Oh ne, Kartoffeln. Ach komm. Das gibt zwar sehr gutes Geld gegenüber den anderen Aufträgen, aber es dauert. Und dauert. Feld 16. Was haben wir dann noch hier im Angebot? Ernten 2000, Bild 19. Ja, vom Preis her wäre das natürlich optimal. Das würde unserem Bankkonto sehr gut tun. Feld 16. Machen wir es dann. Feld 16. Oh, das große da oben hier. Oh, und das mit dem kleinen Kartoffelruder. Da. Hoch oder? Da fährt man sich der Wolf. Boah, das ist jetzt krass, ey. Da wir ja auch noch kein Kartoffelruder haben. Ich guck gerade mal, was haben wir dann vielleicht. 10 Ernten. Gerste 2000. Na gut, das ist jetzt auch nicht. Aber Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist. 2-2. 2-1. Ja. Feld 19. Feld 19 ist wo? 19, hier das schmale. Neben der Verkaufsstation. Das ist unsere Wiese. Naja, müssen wir schauen. Aber ich denke mal, wir werden dann im Auftrag mal mit Büro und Geld. Weil ich möchte auch jetzt nicht immer auf die Bank laufen. Was soll ich jetzt machen? Tierhaltung hier. Das Ding kostet auch noch 35.000, ey. Oh. Mieten 1810. Wir tun es mal mieten. Weil ich weiß nicht, was mal demnächst noch an Geräte brauche. Und das ist das Konto wieder leer. So, dann brauche ich jetzt den Fendt beim Frontlader. Sitzt der Fendt. Ah, ich glaube, denke an die Sämaschine. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal schlafen. Weil es wird Nacht. Wir haben jetzt im Spiel 19.31 Uhr. Und das ist dann in der Aufnahme wird es immer dunkler. Wir haben hier die Haustür aufgelassen. Unglaublich hier. Ey, unglaublich. Da kann ja jeder hier in die Bude kommen. Ja. Ach, da steht's ja schon. Schlafen. Das kann man schon im Schnelldurchlauf. Perfekt. So, der Fan hängt, glaube ich, an der Sämaschine. Die lassen wir jetzt gerade mal hier stehen. Oh, oh. Das war knapp. Oh je, das war knapp. Na komm, wir fahren vorwärts runter. Oh, unsere Wiese ist schon gewachsen. Ey, sehr schön. Ja, das sieht gut aus. So. Frontlader schnappen. Und dann die neuen Quaderballenpresse ist schon geordert. Wie schon hin. Die ist geordert, die wird jetzt auch demnächst kommen. Lieferzeit zum Glück nur ein paar Tage. Oh man, die sieht aus wie eine Sau, ey. Muss unbedingt mal gewaschen werden. Machen wir auch jetzt mal. So, Schaufel steht, glaube ich, vorne, ja. Aber wir machen jetzt mal schnell kurz im Hochdruckreiniger an. Dass man auch sieht, dass er wieder Farbe hat.
Ah, es kommt doch ein zartes Grün hervor. Da ist er wieder schick. Oh, da war ja noch sauber. Man muss ja auch eine gerade mit Dreck und Speck durch die Landschaft fahren, ne? Ja, da steht sie. Oder wir sind mal gucken, vielleicht können wir uns noch eins. Ich muss mal gucken, was die Preise sagen. Mal jetzt hier vorne auf dem kleinen Feld Mais anzusehen. Und dann häckseln, das bringt auch nicht so arisch viel. Wir bräuchten Mais schon eine große Fläche, um die Menge zu bekommen. Um wenigstens in dem Silo mal ein bisschen was reinzufüllen. So, lass mal. Jetzt geht's. Muss man ein bisschen steiler stellen. Oh, ist voll. So, dann schnappen wir uns mal den da. Dann flitzen wir schnell zum Händler. Schön. Endlich steht sie. Der entscheidende Hinweis von Babadak. Oh, ich habe gesehen, Henry hat auf der Allstreamfarm gestreamt. Muss ich mir noch anschauen. Und ein Singleplayer-Projekt auf der Beckenfeld. Da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Neben der Merlot ist auch schön. Und könnt auf jeden Fall mal vorbeischauen. Könnt ihr mal einen Gruß von mir da lassen? Danke mal, schöne Grüße von Christian. Mal gucken, was er spricht. Und wie gesagt, wir machen jetzt hier auf der Karte weiter. Vielleicht noch. Entweder machen wir noch eine andere Karte, wo wir angefangen haben, weiter. Parallel. Oder wir holen uns noch eine neue dazu. Wobei ich aber eher denke, wir werden auf der anderen, wo ich schon noch angefangen habe, im LS19, was ist das? Ich glaube, die 2-Sternhof. Da könnten wir eigentlich auch mal weitermachen. Und, ich müsste eigentlich schon mal gucken, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Sehen wir dann. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, ob man jetzt nur die Map hier weitermachen soll oder vielleicht nochmal die 2 Sterne oder die 2 Sternhof weiter parallel noch mit dazu führen soll. Aber halt eben mit normale neue Geräte, größere Geräte. Das ist jetzt hier mehr so Oldtimer oder ist hauptsächlich nur auf Oldtimer. Das Singleplayer-Projekt. Ach komm, wir fahren mal gerade hier bis Gras, was soll's. Sieht ja keiner. Da ist er, unser neuer Vollmischwagen. Tatoma. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ist das italienisch oder irgendwas? Keine Ahnung. Könnte ich schon mal Google eingeben, ey. Das wäre mal eine Maßnahme, ja. Oh, schick, schick, schick. Oh, mit Lenkachse. Wow, wow, wow. Abdeckung schließen. Ah, das hat nichts zu sagen. Mischverhältnis. Ah, ja, ja, ja. Anschalten. Okay. Funktion getestet.
Gut, schade, dass die Anzeige nicht geht. Zapfwelle läuft. Jawohl, die dreht sich. Oh wow, die dreht sich auch. Klopp. So. Heu, Stroh, Silage, alles da. Machen wir einen Wagen voll. Ah, er hat schon ein bisschen zu ziehen, obwohl er leer ist. Okay, andere schauen zuerst nach links und fahren dann auf die Straße. Ich fahre zuerst auf die Straße und gucke dann nach links. Naja. Klasse aus. Hoppala. Oh. Oh, Moment, Moment. Ich muss mal gerade. Das kommt gut. Das kommt gut. Ist ein bisschen durch die Hecke. Jawohl, das ist es. Das ist es. Nicht so ganz. Moment, ich hab's gleich. Ich weiß, es nervt jetzt, aber. Naja, ist die Sonne weg. Oh. Perfekt. Screenshot gemacht. Dankeschön. Weiter geht's. Müssen wir schauen, vielleicht finde ich ja irgendwie noch ein Feld, wo preiswert ist und wo man Mais anzeigen kann. Wäre schon von Vorteil, wenn es eine große Fläche wäre. Unser Hofental. Ah, hier kann man schon erkennen, die Cycle-Produktion. Sticht einem direkt ins Auge. Aua! Oh. Ist auch alles Gras überall, ey. Komm, der ist leer, auf jetzt. Dass da wenigstens noch einen von dem ich Wagen voll bekomme in dieser Folge. Stall bergab. So, dann können wir eigentlich hier vorne direkt stehen lassen. So. Schön quer vorne dran. So. Mal kurz raus haben. Was halt eben, wo ich mich eher noch drauf freuen würde, wäre die Mischfutteranzeige. Praktisch jetzt hier oben im Bild. Dass man die automatisch immer hat. Weil so muss man immer aussteigen, hinlaufen, gucken.
Ja, da geht ein bisschen was rein. Wollen wir uns. Dann. Oder können wir noch ein bisschen mehr reinmachen? Falsche Taste. So, Freunde, hoppala. Wir sind da schon am Ende unserer Folge. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Abo und ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Da freue ich mich sehr gerne drüber. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie gesagt, ob wir nur die Map jetzt machen sollen oder ob wir parallel noch die Zwei-Sterne-Hof. Da hatten wir auch schon angefangen. Könnte man eigentlich auch weitermachen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das oder was ihr am liebsten machen wollt, sehen möchtet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Macht's Beste draus. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Allo, bis dann. Tschüss.